Wir haben von Helga und Christian ja schon gehört, die Bürgerinnen und Bürger vor Ort brauchen auch unsere Unterstützung. Und vor allem wissen wir auch, dass jetzt allerhöchste Eisenbahn ist, alle möglichen Hebel in Bewegung zu setzen, um diese Bahn noch zu verhindern. Ihr wisst, der Planfeststellungsbeschluss mit Sofortvollzug wurde im Juli durch die Regierung von Oberbayern positiv beschieden. Das bedeutet im Klartext, wenn die Klagen gegen den Sofortvollzug abgelehnt werden, kann der Bau beginnen, ohne dass die Entscheidung in der Hauptsache, also die allgemeine Klage gegen die dritte Startbahn, entschieden ist. Das hat selbst die Flughafen München GmbH gesagt. Und da sage ich nur, wir Grüne, wir kämpfen auf allen Ebenen seit Jahren gegen diese dritte Startbahn. Und wir möchten nicht, dass Fakten geschaffen werden, ohne dass wir nochmal unsere Finger in die Tür bekommen und einfach sagen, nein, nein zu diesem unsinnigen, riesigen Größenwahnsinnsprojekt. Deswegen haben wir uns überlegt, okay, was gibt es noch für Möglichkeiten, außer auf Demos zu gehen, auf Aktionen zu machen, außer den juristischen Weg zu gehen. Und dann sind wir, dank des Konstrukts der Gesellschafterversammlung, auf die großartige Idee gekommen, Christian hatte es ja schon ausgeführt, ein Bürgerbegehren zu starten. Denn die Landeshauptstadt München ist ja mit 23% Anteilseignerin, neben dem Bund und dem Freistaat. Und der Clou dabei ist ja, um den Bau der Startbahn zu beschließen, braucht man Einstimmigkeit. Und genau an diesem Punkt setzen wir mit unserem Bürgerbegehren an und sagen, liebe Landeshauptstadt München, lieber Christian Hude, der für uns in diesem Gremium sitzt, du stimmst bitte mit Nein, weil wir möchten diese Startbahn nicht. Und das ist das Gute an dem Bürgerbegehren, dass wir durch dieses Konstrukt dieses Projekt verhindern können. Die direkt betroffenen Gemeinden sind eben nicht Gesellschafterinnen des Flughafens und haben also in diesem Gremium keine Stimme. Darum, für diese Konstruktion können A, wir Münchnerinnen und Münchner nichts und B, ist das dann der Umkehrschluss, warum die Leute vor Ort, die ja vielleicht auch oft am Anfang gesagt haben, so, wieso sollen jetzt Münchnerinnen und Münchner darüber abstimmen? Mir fällt die Decke hier auf dem Kopf, weil die Flugzeuge in 50 Meter Höhe oder 70 Meter Höhe über mein Haus brausen. Das geht nun mal einfach leider nicht. Das heißt, ich sehe das auch als unsere Aufgabe hier von uns Münchnerinnen und Münchnern, auch da eine Solidarität für die Betroffenen vor Ort zu zeigen. Und vor allem, weil wir ja von Christian auch schon gehört haben, dass es auch uns Münchnerinnen und Münchner betrifft. Es ist ja nicht nur so, dass wir sagen können, naja, das ist alles da weit ganz oben, sondern auch der Norden von München wird immer mehr betroffen sein, wenn es eine dritte Startbahn geben sollte. Mir ist es auch deswegen mit dem Bürgerbegehren sehr wichtig, denn als ich von der SPD vernommen hatte, dass sie meinte, naja, 2012 schaffen wir Fakten und dann 2013 machen wir eine Bürgerbefragung, wofür es ja noch gar keine gesetzliche Grundlage gibt, da habe ich mir nur gedacht, Moment mal, ich glaube, es geht genau andersrum. Wir fragen erst die Bevölkerung in München und dann schaffen wir Fakten. Bravo. Auf den Punkt kommen, den Helga angesprochen hat. Es geht überhaupt nicht um Taktik. Es geht darum, diesen Bau zu verhindern. Es geht darum, für etwas, was wir schon seit Jahren kämpfen, endlich in die Tat umzusetzen. Und wir schieben weder dieses Bürgerbegehren irgendwie auf die Wahlkampfzeit, damit wir ein Thema haben, sondern wir setzen jetzt alle Hebel in Bewegung, um den Bau zu verhindern, um die dritte Startbahn abzusägen und dieses Projekt zu kippen. Bevor es zu einer Mythenbildung kommt, mal was vorwegnehmen. Es ist ja so, das Bürgerbegehren findet in München statt und bindet deswegen auch die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger bei uns im Stadtrat. Und da ist es ganz klar, dass die Stadträtinnen und Stadträte, auch unsere grünen Stadträtinnen und Stadträte, sich natürlich an das Votum der Bevölkerung halten werden. Aber es ist, muss auch deutlich gemacht werden, dass das Bürgerbegehren ist kein Volksentscheid. Es bindet also nur München, so wie zum Beispiel ein Volksentscheid ja den Freistaat Bayern binden würde. Und finde ich ehrlich gesagt auch sehr wichtig, und das möchte ich auch so deutlich sagen, dass München ja nicht für den Rest des Landes entscheiden kann. Wir Münchnerinnen und Münchner, wir können nur über das Votum unserer Stadtspitze entscheiden. Und ich finde diese Debatte, die es jetzt in den letzten zwei Tagen auch hochgekocht ist,
irgendwie von diesen ganzen startbaren Befürworterinnen und Befürworter, dass man sozusagen den Ausgang des Bürgerbegehrens in München stilisiert mal hoch, ja, das ist dann am besten für die ganze Welt bindend. Da muss ich einfach nur sagen, lieber Herr Ude, lieber Herr Seehofer, lieber Herr Fahrenschon, danke für die Großzügigkeit, dass Sie sich dann an das Münchner Bürgerbegehren halten werden. Aber ganz ehrlich, die Stadtspitze muss sich auch daran halten, weil das ist der juristische Fakt. Also es bindet aber dann nicht irgendwie alle Grünen in Freising, Erding und der Welt, weil wir Münchner Grüne oder weil das Bürgerbegehren eventuell nicht gewonnen werden kann. So. Aber ich möchte nämlich nicht darüber reden, dass wir es nicht gewinnen können, denn ich bin absolut überzeugt, dass wir es hier auch in München schaffen. Die Münchnerinnen und Münchner sind nicht dumm. Und wenn man den Münchnerinnen und Münchnern die Fakten auf den Tisch legt, dann werden sie dann eine richtige Entscheidung treffen können. München braucht die dritte Start- und Landebahn nicht. Christian hat es ja schon angesprochen. Die Flugbewegungen werden von Jahr zu Jahr weniger. Und der Flughafen München hat mit den zwei Startbahnen genügend Kapazitäten für die nächsten Jahrzehnte. Diese Horrorszenarien, dass irgendwie Flugzeuge in Endlosschiene über München kreisen werden und die Münchnerinnen und Münchner nicht mehr in den Urlaub fliegen können, weil die Kapazität ausgelastet ist, ist einfach falsch. Es stimmt nicht. Und mich ärgert es, dass diese Argumente irgendwie an den Haaren herbeigezogen werden, um zu sagen, oh, deswegen brauchen wir eine dritte Startbahn. Und dagegen müssen wir auch im Bürgerbegehren einfach klar Kante zeigen und klar zeigen, das stimmt nicht. Es ist genug Kapazität vorhanden, wir brauchen diese dritte Startbahn nicht. Ein zweiter wichtiger Punkt ist natürlich auch die Finanzierung, wurde auch schon angesprochen. Es kann doch nicht sein, dass wir immer noch kein Finanzierungskonzept vorliegen haben. Und wie wir eben vorhin erfahren haben, dass die anfänglich mit 1 Milliarde Euro taxierten Baukosten jetzt auf 1,2 gestiegen sind. Leichte Steigerung um 20%, naja, ist ja nichts, oder wie? Also das sind einfach Sachen, die mich auch ehrlich gesagt wütend machen und die, glaube ich, auch Münchnerinnen und Münchner verstehen und sich einfach sagen, Moment mal, die FMG ist mit 2,7 Milliarden Euro auch verschuldet. Unter anderem schuldet sie auch der Stadt München was. Dann sagt aber die FMG immer, nein, nein, wir decken das alles selber. Stimmt es? Können Sie uns da mal richtige Antwort geben? Nein, können Sie nicht. Wieso sollte ich dann für eine dritte Startbahn sein? Also, die Weltstadt mit Herz, um es zusammenzufassen, braucht in meinen Augen und auch in unseren Augen keine dritte Startbahn. Denn die dritte Startbahn braucht es nicht nur, sondern sie schadet auch noch München. Erster Punkt, würde ich sagen, ist vor allem, dass aus ökologischer Sicht eine dritte Startbahn nicht tragbar ist. Ihr wisst es ja alle selber, die Startbahn würde ein mehr als 1000 Hektar Vogelschutzgebiet vernichten. Und das nördliche Erdinger Moos gehört zu den wichtigsten bayerischen Wiesenbrütergebieten. Da habe ich jetzt auch erfahren, da gehören zum Beispiel Kiebitze dazu. Habe ich im Laufe meiner Recherche kennengelernt. Und solch wertvollen Lebensraum darf einfach nicht zubetoniert werden. Ich würde da nach dem alten Motto gehen, Natur statt Beton ist hier die Devise. Die Lebensqualität, der zweite Punkt ist das, wird nämlich durch den Bau der dritten Startbahn massiv beeinträchtigt. Wurde jetzt auch schon mehrmals genannt, dass das Flughafenumland immer mehr mit Lärm, Abgasen und weiterer Naturzerstörung belastet wird. Schon jetzt leiden die Menschen enorm unter den Lärm und unter den Abgasen. Und das Interessante ist ja, dass die Beschwerden auch nicht nur aus den direkten Landkreisen kommen, sondern immer mehr auch aus dem Münchner Norden oder aus Landshut. Und ich fand es sehr interessant, als Christian Ude bei einer SZ-Podiumsdiskussion meinte, naja, Lebensqualität und so, wie gehen wir mit dieser Problematik um? Die Politik kann eben nicht das Versprechen machen, dass jeder Zeit seines Lebens an seinem Heimatort leben kann. Nein, das kann sie auch nicht. Und da habe ich mir nur gedacht, in seinem schönen Haus auf Kaiserplatz. Aber da habe ich mir nur gedacht, naja, für einen Politiker, der irgendwie bayerischer Ministerpräsident werden möchte, erwarte ich ehrlich gesagt ein bisschen eine andere Antwort auf die Sorgen der Bevölkerung in ihrer Heimat. Ein dritter Punkt, den ich sehr, sehr wichtig finde, wo wir auch sagen, nein zur dritten Startbahn, ist das, dass unser althergebrachtes Wachstumsdenken einfach aufgrund der zunehmenden verknappten Ressourcen an die Grenzen stößt. Kein anderer Verkehrsträger ist so stark von einem steigenden Ölpreis betroffen wie der Flugverkehr. Und das finde ich wirklich naiv. Ich finde es naiv zu glauben, dass in 10 oder 20 Jahren immer noch so uneingeschränkt und vergleichsweise preiswert Öl zur Verfügung stehen wird. Deswegen sagen wir ganz klar, der Bau einer dritten Startbahn ist ein Schritt zurück. Denn die Zukunft des öffentlichen Verkehrs und damit auch einer positiven Wirtschaftsentwicklung liegt in meinen Augen nicht in der Luft,
sondern im Ausbau eines wesentlich effizienteren Schienennetzes. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mir persönlich am allerwichtigsten ist. Der Bau einer dritten Startbahn läuft den Münchnern und den bayerischen Klimaschutzzielen diametral entgegen. Ich meine, wir alle wissen das, dass schon heute ein beträchtlicher Teil der Treibhausgase Bayerns vom Münchner Flughafen abstammt. Wir alle wissen auch, dass wir den CO2-Austausch verringern müssen, nicht erweitern. Und zwar müssen wir das so schnell wie möglich machen, wenn wir den Klimawandel noch einigermaßen eindämmen möchten. Und da verstehe ich es nicht, da verstehe ich die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger nicht, wie sie auf den Klimakiller Flugverkehr setzen können, was allen Klimaschutzzielen zuwiderläuft und vor allem wahnsinnig unverantwortlich gegenüber den nachfolgenden Generationen ist. Treibhausgase müssen eingespart werden und nicht noch mehr ausgestoßen werden. Gerade als junger Mensch macht mich das wirklich manchmal wahnsinnig. Ich denke mir manchmal wirklich so, es kann doch nicht sein. Wir reden seit Jahren darüber, dass es der Klimawandel da ist und Fakt ist. Und dann, was machen wir? Ja, bauen wir noch eine dritte Startbahn? Brauchen wir eigentlich nicht. Aber, ach, Flughafen München, wir möchten hier doch den größeren Flughafen haben wie Frankfurt. Wieso eigentlich? Naja, wir wollen ihn halt haben. Bitte, was? Also, ich sage, wir müssen jetzt endlich konsequenten Klimaschutz betreiben. Und dazu gehört ein Nein zur dritten Startbahn. Abschließend möchte ich sagen, dass für mich München als Kommune vor einer Entscheidung steht. Wir müssen uns jetzt auch fragen und mit diesem Anspruch, finde ich, sollten wir dann auch, wenn wir das Bürgerbegehren beschließen, raus in die Bevölkerung gehen. Wollen wir Wachstumswahn, Beton und Klimazerstörung oder wollen wir ein München, das eine nachhaltige Kommune ist, das den Schutz der nachfolgenden Generationen im Blick hat? Das ist in meinen Augen eine wichtige Frage, die wir zu beantworten haben. Und jetzt, und dafür, um diese zu beantworten, werden die Weichen jetzt gelegt. Und der Bau der dritten Start- und Landebahn ist eindeutig ein Schritt zurück. Denn die dritte Startbahn ist ein Symbol für eine überholte Strukturpolitik des letzten Jahrhunderts, mit der CSU und SPD auf Wirtschaftswachstum durch klimaschädliche Vorhaben setzen. Und da sage ich einfach ganz ehrlich, mit uns Grünen gibt es sowas nicht. Deswegen bitte ich euch allen, dem Bürger, dem Antrag zuzustimmen, damit wir auch mit diesem Anspruch auf die Straße gehen können. Damit wir auf die Straße gehen können und dieses Wahnsinnsprojekt verhindern können. Denn mit dem Münchner Bürgerbegehren gehen wir mit den Inhalten, mit grünen Inhalten auf die Straße. Und wir kämpfen dann für Umweltschutz, wir kämpfen für Klimaschutz, wir kämpfen für eine nachhaltige Verkehrspolitik und für den Schutz der nachfolgenden Generationen. Deswegen heißt es jetzt in meinen Augen, raus geht's, diskutieren, überzeugen und kämpfen, damit dieses Großprojekt verhindert werden kann. Das ist jetzt unsere Chance, das ist der Hebel, den wir in der Hand haben. Und ich möchte, dass wir ihn nutzen und ihn anpacken. Los geht's!